helfen. Man braucht sich nicht zu zwingen. Man muss sich zu helfen wissen. Wenn ich mich meine Wünsche nicht erfüllen kann, kann ich mir doch Hilfe holen, oder? Doch welche Hilfe kann man sich holen, wenn man nicht weiß, auf was die Unfähigkeit, die man überwinden will, beruht? Ich nehme mir ein weißes Blatt und schreibe. Ich will in der Lage sein, die Realität, so wie sie mir erscheint, zu zerreißen und sie zu entmachten. Ich will, auch wenn nur für eine Weile, kein Teil der Realität sein, von der ich getrieben werde. Ich will in der Lage sein, einfach mal stehen zu bleiben und innezuhalten. Ich schreibe, um zu denken. Ich schreibe, um die Gedanken zu bewahren, sodass sie mir Gedächtnishilfe leisten. Ich schreibe, damit dass das Gedachte einen Körper bekommt. Doch hat Schrift einen Körper? Ja und nein, ja, nein. Meine Hand schreibt und hilft so, dass die Gedanken auf dem Blatt eine Spur hinterlassen. Doch Ideen brauchen mehr. Ideen brauchen viel mehr. Meine Gedanken leihen sich meinem Körper aus. Ja, genau. Meine Gedanken leihen sich meinem Körper. Ich gehe in die Stadt und laufe und beobachte. Ich weiß auch an diesem Tag, dass ich nicht in der Lage sein werde, stehen zu bleiben. Doch was bleibt mir übrig, als meinen Sehnsüchten nachzugehen und diesen mit meinem Körper zu folgen? Als ich die Rolltreppe nutze, stehe ich still. Als ich die Rolltreppe nutze, stehe ich still. Ich denke, ich stehe still. Ich stelle mir vor, dass die Rolltreppe ewig lang sei. Eine Lufttreppe. Dann könnte ich ewig lang auf der Rolltreppe stillstehen. Doch ich merke, dass mir keiner entgegenkommen würde. Keiner würde mir entgegenkommen. Das gefällt mir nicht. Nein, ich suche nicht die Einsamkeit. Im Gegenteil, ich sehne mich nach Begegnungen, von denen ich ausgeschlossen bin, solange ich mitlaufe. So laufe ich weiter. Ich sehe eine Frau vor einem Schaufenster stehen. Ich stehe direkt neben ihr. Sie sieht sich die Preise an. Ich könnte mit ihr ewig stehen. Doch was, wenn sie weg ist? Würde ich weiterstehen? Keiner würde merken, dass mich die Auslagen im Schaufenster nicht interessieren. Genauso würde keiner merken, dass ich da stehe. Ich suche doch nicht die Einsamkeit, sondern die Begegnung. Warum ist es leichter, von einem Schaufenster stehen zu bleiben, als mitten in einer Fußgängerzone? Na klar, weil es aussieht, als hätte ich einen Grund. Ich verstehe, dass ich eine Legitimation brauche, um stehen bleiben zu können. Ich laufe weiter. Legitimation, denke ich. Grund. Ein Mann kommt mir entgegen. Ich denke kurz, dass er mir was sagt. Er spricht. Doch nicht mit mir. Als Kind war ich fasziniert von den Leuten, die auf den Straßen mit sich selbst sprachen. Das waren die Menschen, die nicht alle Tassen im Schrank hatten. Sie hatten einen Dachschaden. Sie tickten nicht richtig. So sprach man über sie. Ich war fasziniert von denen, von deren Geist ich viel mehr zu spüren bekam, als von denen, deren Tassen wohlpoliert in ihren Schränken geordnet warteten, deren Tassen selten genutzt wurden. Ich kann mich erinnern, dass ich mich ein kleines bisschen fürchtete, doch wie sie tickten, erschien mir eher wie eine Melodie, wie ein Spiel der Töne mit der Zeit als Kakophonie. Sie waren für mich die Menschen, die unter freiem Himmel leben mögen, statt immer ein Dach über ihrem Kopf zu brauchen. Ich denke kurz, dass der Mann einer von diesen wunderbaren Menschen ist, den ich gesehen habe, wo ich dachte, der spricht mit mir. Doch dann erkenne ich, dass er mit einem kleinen, kaum sichtbaren Apparat am Ohr telefoniert. Er hat ein Dach auf seinen Geist. Er hat einen Grund, um auf der Straße vor sich hin zu sprechen. Er spricht, doch nicht mit sich selbst. Er hat einen, der ihm zuhört und etwas sagt, meint man zumindest. Er hat ein Apparat am Ohr. Das ist seine Legitimation. Würde er mit mir tanzen wollen? Ohne irgendwelche Hintergedanken? Ohne Sehnsüchte oder Bedürfnisse, würde er gerade hier, wo wir uns zufällig treffen und uns ohne weiteres die Hände reichen können, mit mir tanzen wollen? Wenn nicht, warum? Doch vielleicht schon. Vielleicht würde er mit mir tanzen wollen.
Wäre das nicht wunderschön? Das wäre doch ein Riss in dieser Realität, nach dem ich suche. Könnte mir der Riss helfen, in eine Sphäre einzutreten, die von äußerlichen Kräften befreit ist? Wo bekomme ich die Hilfe, um das zu zerreißen, was ich zerreißen soll?